Guten Morgen. Hier schlafen noch alle. Es ist 19:30 und mein Wecker klingelt schon seit einer halben Stunde. Okay, wacht auf. Eine Schlafmütze? Was? Schlafmütze, habe ich gesagt. Oh. Ja, wir sind jetzt, also ich bin wach, Koya ist so, geht so wach. Mia schläft noch, Baby Ben schläft noch. Wir müssen uns jetzt gleich fertig machen, weil, hör doch mal auf, alles zu kommentieren. Weil Mia hat heute im Kindergarten so ein Osterfrühstück, weil die machen donnerstags immer ein gemeinsames Frühstück. Und das ist sozusagen das letzte Frühstück vor Ostern, weil die haben nächste Woche Urlaub. Ja. Deswegen müssen wir jetzt alle hier aufstehen, aber wir haben keine Lust. Ich finde, meine Frau könnte mich auch einen Tag in meinem Urlaub mal komplett ausschlafen lassen. Du bringst mich nie in den Kindergarten. Nee, mach ich heute nicht. Fertig. Fertig. Keinen Führerschein, mit dem ich fahren kann. Ja, wir haben ja leider gestern diesen Termin vergessen oder ja, ein bisschen verplant, verballert. Wer ist schuld? Ja, du. War das mein Termin oder dein Termin? Du bist mein Termin. Rede doch nicht so laut. Ben schläft noch. Er kann nur schreien oder flüstern. Mehr kann er nicht. Normal ich sprechen. Ich kann aber auch nicht singen. Wollt ihr das mal hören? Nein. Singapur, Mexiko. Oh, Liebling. Auf jeden Fall haben wir gestern den Termin so ein bisschen verplant mit dem Ordnungsamt, wo Koya dann quasi eintragen lassen wollte, dass er jetzt ohne Brille fahren darf. Dass wir einen neuen Termin machen. Naja. Ich werde jetzt Koya ein bisschen quälen und ihn ein bisschen, ja, fragen, lieb fragen, ob er vielleicht mir in den Kindergarten meint. Bitte. Ja, ich werde den schon dazu kriegen. Oh, mir laufen hier die Tränen runter, seht ihr das da? Ja, doch. Aber ich habe wasserfesten Mascara drauf von Katrin. Von Catrice. Jetzt muss ich mich eine Woche lang nicht mehr schminken. Ich weiß gar nicht, wie ich den abkriege. Katrin, wie kriege ich den ab? Hilfe. Nagellackentferner. Goya sagt Nagellackentferner. Reiniger. Ja. Ich werde jetzt hier mal kurz mit Koya diskutieren. Wir sehen uns. So, 2 Minuten später, Mia ist aufgewacht, Ben ist aufgewacht. Hallo Baby Ben. Mama? Hallo Baby Mama, Ben. Haben wir das Osterfrühstück verpasst? Nee. Wieso nicht? Ja, weil wir rechtzeitig aufgestanden sind. Es ist jetzt, warte, 7:36 Uhr. Hallo, kleiner Ben. Hallo, hallo, hallo. Darf ich ihn kurz mal wie auf Schuss nehmen? Ja, kannst du machen. Ich gehe jetzt ins Badezimmer. Und haben uns ja gestern eine neue Zahn. Also irgendwie ist es doch verschmiert. Ja, ich habe wahrscheinlich schminkelösende Tränenflüssigkeit. Nein, also, oh, mir ist schon richtig schwindelig. Also, wir haben gestern ja neue Zahnbürsten gekriegt. Und ich habe mir jetzt dafür entschieden, dass ich einfach auch die Zahnbürste, die elektrische, benutze. Und jetzt haben wir hier, das da hinten ist mein Ding, das ist Koya, jetzt muss ich das mal umstöpseln, aber naja. Und ich werde mal aufs Klo gehen und mich fertig machen und danach Koya aus dem Bett schmeißen. So, ich hoffe, ihr seht mich, weil ich sehe mich irgendwie gar nicht so richtig, weil es hier so hell ist. Ich mache jetzt Gartenarbeit, weil wir haben hier quasi so ein Stückchen vom Garten. Ich hoffe, ihr seht das, weil ich sehe voll wenig auf dem Display. Und da ist der Rasen schon richtig, richtig hoch. Und dann da hinten fängt ja unser richtiger Garten. Das kann ich euch ja auch mal zeigen. Da müssen wir ja halt ab und zu mal Rasen mähen. Und das ist dieses Jahr das erste Mal. So. Hier ist sozusagen... Ich weiß nicht, ich hoffe, ihr seht das, unser Rasen. Und der hier ist richtig lang, der hier geht so. Und den muss ich jetzt mal mähen. Weil das muss ja auch mal sein. Und hier ist mein Rasenmäher. Wir haben halt so zwei, einen von uns damals noch aus dem Garten. Das ist der hier. Der ist ein bisschen kleiner, aber irgendwie handlicher. Deswegen mähe ich immer mit dem Rasenmäher.
Das sind ja leider beides Elektrorasenmäher, deswegen brauche ich jetzt erstmal ein Kabel. Und das mache ich jetzt erstmal und dann sehen wir uns, glaube ich, nach dem Rasenmähen. Ich wollte euch nochmal ein kleines Update geben. Also mittlerweile sind auch die Leute da, die nochmal die letzten Ersatzteile abholen. Und ich habe mich jetzt gegen Rasenmähen an sich entschieden. Oh, Baby Ben nölt. Ist der Schnulli rausgefallen? Oh. Der sitzt nämlich ja hier in der Karre. Ich habe mich jetzt gegen Rasenmähen an sich entschieden, weil es hier so ein richtiger Moosrasen ist. Es ist richtig viel Moos. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Auf jeden Fall ist das unser Vertikutierer. Und damit wird sozusagen das Moos aus dem Links geholt. Oh, Baby Ben hat keine Lust hier. Der hat keine Lust mitzuhelfen. Der eben gerade war noch ganz ruhig und hat sich alles genau angeguckt. Auf jeden Fall wird da das Moos rausgeholt. Und ich drehe mal die Kamera um und versuche euch das mal zu zeigen, wie das aussieht. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann, aber das ist alles hier Moos. Und der macht sozusagen, hier kann man es glaube ich gut sehen, der macht so richtige Furchen rein und holt das ganze Moos raus. Sieht natürlich am Anfang nicht so schön aus, aber dafür ist das Moos weg. Und wenn man das am Anfang des Jahres macht, dann wächst das alles wieder richtig schön nach. Und ja, ich muss noch ein bisschen, ne? Ich würde sagen, ich mache mal weiter und bringe Baby Ben erstmal zum Kolja. Meine Frau ist fleißig. So lässt sich's leben. Ich chille, meine Frau arbeitet. Ja, du machst ja auch was. Ich stehe gerade rum und rauche. Moos. Aber man sagt doch immer, ohne Moos nichts los. Was? Ohne Moos nichts los. Moos haben wir genug. Oh. Wir sind jetzt fertig. Mit den Nerven. Ich musste mit meiner Frau Zeit verbringen. Guck mal, wie viel das ist, ey. Badabadabam. Rasen gemäht und vertikutiert. Zweimal vertikutiert und einmal Rasen gemäht. Oh, ey. Kann ich mehr? Oh, meine Frau ist nämlich arbeiten nicht gewöhnt. Was soll das denn heißen? Paparazzi, ey. Wenn ihr seht, nein, ich bin kein Paparazzi. Ich bin dein Kameramann. Und Hausmeister. Ja, Poolboy. Auch. Gärtner. Den habe ich euch geklaut. Ich will mal zeigen, wie meine Schuhe aussehen und wie das hier alles aussieht. Guckt euch das mal an. Deswegen muss ich mich hier in der Badewanne ausziehen. Ich bin geringfügig dreckig. Läuft. Lasst euch nicht verwirren, dass ich schon ein Nachthemd anziehe, anhab. Es ist erst nicht mal zwei. Koya holt Mia gerade ab. Aber ich hatte irgendwie jetzt Lust, mein Nachthemd so anzuziehen. Ist irgendwie so gemütlich. Ich möchte jetzt gerade Pizza machen, weil ich habe Hunger. Ich habe noch nichts gegessen. Es ist jetzt, wie spät ist es denn jetzt? 1:30, genau. Ich habe heute noch nichts gegessen und ich habe richtig, richtig Kohldampf. Und die Küche sieht katastrophal aus. Und ich wollte euch auch nochmal die Stelle zeigen hier. Koya ist hier draußen am Bauen. Und das ist alles, das braucht er alles. Das sieht richtig schlimm aus. Mal draußen, könnt ihr ja schon mal sehen, wie weit er schon gekommen ist. Also die eine Hälfte ist quasi fertig. Und bei der anderen Hälfte ist Koya gerade am überlegen, wie er das macht und so. Und naja, es wird langsam. Und zeige ich euch auch nochmal draußen, was wir jetzt heute gemacht haben. Ob man das jetzt von oben sieht. Nur gucken, dass ich hier nicht das Wasser trete. Hier ist ein bisschen Wasser. Ich weiß nicht, sieht man das so? Ich finde, das sieht sehr, sehr schön aus. Sehr gepflegt. Das haben wir jedenfalls heute gemacht. Und es hat ja echt lange gedauert. Und ich habe mal geguckt, ich habe fast 8000 Schritte mit meinem Handy, also heute schon gemacht. Dadurch, dass ich da ja mal hoch und runter gelaufen bin, ne? Auf jeden Fall, was ich euch überhaupt sagen wollte, ich wollte gerade eine Pizza machen und wir hatten noch so ein angefangenen Rest mit so Streukäse. Den habe ich vor gefühlt 3 Tagen geguckt. Der war noch in Ordnung. Jetzt hat er geschimmelt, ne? Jetzt habe ich keinen Käse mehr. Also jedenfalls keinen Streukäse. Und jetzt muss ich hier irgendwie so Käseaufschnitt klein machen. Aber, ja. Oder Mozzarella haben wir auch noch. Mozzarella. Ja, dann mache ich, glaube ich, Mozzarella. Das ist doch eine gute Idee.
Mia, was hast du denn da? Oh, von wem hast du das bekommen? Vom Kindergarten. Von, ja, weil heute Osternfest war. Osterfrühstück war heute, ne? Mach doch mal auf, was ist denn da drauf? Ein Smarties? Und ein Osterhase mit Smarties? Ein Ostersmarties. Oh, ist da drinne? Die haben wir schon mal vorgelesen. Ja? Ja. Ich pack sie mal aus. Und die Süßigkeiten, sind die für Papa? Schade. Wir haben versucht, was. Mia, kannst du denn das heute ein bisschen Nutella gegessen hast im Kindergarten? Merkt man. Sieht man. Oh, was ist denn das für ein Buch? Ist das ein Bibelbuch? Das, zeig mal. Die Bibel aus der Geschichte. Die davon gibt es im Kindergarten eine ganz große. Ja, Papa will das mal ganz kurz gucken. Der verlorene Sohn. Mhm. 4165. Wollen wir das nachher mal vorlesen? Ja. Und guck mal, weißt du was? Mama hat gestern ein Paket bekommen, Mia. Weißt du von wem? Ja, Koya hat wie in der ersten Klasse einfach dazwischen gesprochen. Von Katrin. Und da war auch was für dich drin. Wow. Willst du mal sehen, was? Guck mal, das war... Was steht denn da für ein Name drauf? Mia. Und was ist das? Willst du das mal auspacken? Ja. Wer ist denn da drauf? Elsa und Anna. Geht das auf? Was ist denn das überhaupt? Eine Dose. Ein Ei, ne? Oder? Mhm. Soll Papa die mal aufmachen? So, Papa, das braucht man den Kleber von oben. Was ist das? Das Stifte? Also, du musst immer wieder die Stiftkappen drauf machen bei den Filzstiften, ne? Und ganz vorsichtig sein. Sonst sind die kaputt. Und was sagt man da? Danke, Katrin! Mia zickt rum. Komm her! Ich wollte nur mal demonstrieren, auch Mia kann anders. Ja, ich habe schon da gemacht. Ja, aber ich bin ja tiefenentspannt. Wir gehen jetzt zur Bücherei. Und ja, ich wollte euch nur zeigen, wie schön es ist, mit Kindern unterwegs zu sein. So, bis später. Ich weiß nicht, ob Koya zwischenzeitlich schon gefilmt hat. Aber er ist alleine mit den Kindern zur Bücherei gegangen, weil ich noch ein bisschen Zeit brauchte, um mein Video fertig zu machen. Weil ich das heute eigentlich gar nicht geschafft habe, so zwischen Rasenmähen und ja, schnell was essen und so. Das braucht ja doch ein bisschen Zeit. Also es ist ja doch ein bisschen zeitintensiver, dieses Hobby YouTube. Und da hat Koya mir Gott sei Dank das. Er räumt mir Gott sei Dank die Zeit ein, sagen wir es mal so. Denn da. Und was spielt ihr? Wenn isst du Pizza? Wer darf gar nicht Weizen essen? Wer darf nicht Weizen essen? Doch, Ben darf Weizen Papa, essen. Papa, ich spiele das nur. Ach so. Aber Mia, dann ist Pizza nicht das Richtige. Außer es ist ein Dinkelteig. Ist das ein Dinkelteig, ne? Das ist eine Dinkelpizza. Okay, dann darf er das natürlich. Okay, aber Mia, du musst doch bald ins Bett, ne? Tut mir leid, aber bald ist Schlafenszeit für euch. Aber im Moment lasse ich euch noch, weil ihr so schön spielt. Ne, und Mama nicht da ist. So, wie ja eben schon gezeigt, die Kinder sind noch fleißig am Spielen. Niki ist beim Sport und ich wollte euch einmal noch mal kurz die Aktualisierung zeigen, was heute noch passiert ist. Man sieht... Wir haben ein Dach. Ne? Also großteilmäßig ist schon fertig. Schornstein, da komme ich gleich nochmal zu. Ansonsten sieht man auch schon hier da oben
Strom liegt auch schon drin. Weil das Ganze wird ja noch verkleidet von unten und so weiter. Seht ihr alles noch. So, ich bin wieder zu Hause vom Zumba und es war heute anders, sagen wir es mal so. Wir hatten heute so eine Vertretungsstunde, also mit so einer Vertretung. Und die, also jeder Tanzlehrer oder jeder Zumba-Lehrer hat natürlich seinen eigenen Stil, das ist ja ganz klar. Und die war eher so lateinamerikanisch, so Salsa und so mäßig. Und mehr tänzerisch und die hat richtig, richtig Power gemacht. Also da war es jetzt richtig Power. Also es war eher für Fortgeschrittene und nicht für Anfänger. Ja, muss man gut finden. Was können wir denn da? Was machst du da? Tanz mal Zumba. Tanz Samba mit mir. Zumba, nicht Samba. Achso, das ist das, was du von mir abends mal sehen willst, ne? Nein, das darf nur ich sehen. Auf jeden Fall, was wollte ich jetzt sagen eigentlich? Ich wollte sagen, also es war ganz okay, es war eigentlich auch cool, aber es ist mit der anderen Tanzlehrerin oder Zumba-Lehrerin finde ich es besser, sagen wir es mal so. Aber es war okay, aber manche mögen es so besser lieber und andere so lieber, aber ich bin ja sowieso nicht die größte Tänzerin und deswegen, naja. Aber ich habe es überstanden und ich gehe immer noch ganz fleißig hin. Und heute war auch wieder Nina mit bei und meine Freundin Justina. Und das macht dann halt noch mehr Spaß, wenn man da so Mädels um sich rum hat, die man kennt, die man mag und so. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall ins Bett. Es ist auch schon 9:30. Wir haben gerade noch ein bisschen mit meinen Eltern unten gequatscht. Was denn? 9:30. 9:30, ja. Okay, er hat heute wieder mindestens einen Clown gefrühstückt. Mindestens. Ich hab Hunger. Ich will noch 3 essen. Ja, alles klar. Erstmal einen Clown. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Morgen ist Freitag und Koya ist letzter Urlaubstag, aber Wochenende. Willst du auch erzählen, was ich meinem letzten Urlaubstag mache? Ja, Koya geht mit meiner Mutter zum Arzt. Ja. Läuft bei mir nicht. Eigentlich wollte ich mit ihr da hingehen, aber da müssen so ein paar Sachen besprochen werden. Und damit kennt Koya sich besser aus. Und deswegen habe ich gedacht, dann kann Koya da besser mit hingehen. Und ich verhaspel mich immer so. Also so wie ich jetzt mit euch rede, dass mir Sachen nicht einfallen und Wörter nicht einfallen, so ist es dann bei mir auch. Und wenn ich da irgendwas so vortragen muss oder was für meine Mutter mich so einsetzen muss und dann bin ich auch noch so aufgeregt, dann verhasple ich mich. Und bei Koya ist es halt nicht so. Der redet ruhig und gelassen und so. Und bei mir ist es bla 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 bla. Und dann habe ich einen Knoten in der Zunge. Und deswegen geht Koya damit hin, auch weil er sich mit der Materie, sagen wir es mal so, besser auskennt als ich. Ist ja auch egal, wir hören uns morgen wieder. Und wir essen jetzt noch und gucken sie. Oh ja, da werde ich gerne geküsst. Das mag ich so gerne. Da kriege ich voll die Gänsehaut. So, alles klar. Wir essen jetzt was und dann... 3 Clowns. Und ein Ohr. Nein. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Sag tschüss. Tschüss. Nein, richtig tschüss. 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 Tschüss.